Hey Roland, hast du dich bei Bermudafunk reingehackt? Ich hab's gerade zum Jahresende nochmal hier bei dir reingeschafft in die Sendung. Alter, dann fangen wir die Sendung am besten mit einem Jingle an. Hallo Freunde, hallo Feinde, hallo Individuum, hallo Gemeinde, hallo Wölfe und hallo Schweine, hallo Fink, hallo Star, hallo Meise, hallo Bäume und hallo Fluss, hallo Hypophyse, hallo Hypothalamus, hallo Dunkelheit und hallo Licht, hallo du, hallo er, hallo ich, hallo Lust. Hallo alle Dinge mit Streifen, hallo alle Dinge, die sich als andere Dinge verkleiden, alle Dinge, die fühlen, alle, die denken, alle, die schreiben, alle, die fühlen, lenken, schweben, leiden und alle Dinge, die schweigen, alle Dinge, die schreien und andere Dinge zerfleischen, hallo alle, die sich vor den anderen Dingen verneigen, hallo Dinge, die gleiten und andere Dinge zerreißen, andere Dinge dazu verleiten, sich mit anderen Dingen zu streiten, hallo alle Dinge, die unfassbar übertrieben flauschig sind, alle, die bewiesen, jedoch schier unglaublich sind, hallo Moleküle und hallo Quanten, alles, was es gibt, ruf ich auf, um hier zu tanzen. Hello, Kultura! Hello. Zum Quadrat. Es ist 16:01. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr hört eine Sendung Kultura zum Quadrat, was auf Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar, auf den Frequenzen 89,6 und 105,4 zwischen Mannheim und Heidelberg über dem Äther ausgestrahlt wird. Besucht auch unsere Webseite www.bermudafunk.org. Dort kann man uns über den Livestream auch empfangen. What's a look? What's a look? Of love. What's a look? What's a look? The look of love. What's a look? What's a look? The look of love. What's a look? Look of love! Super, Roland, super. Ja. Also, es ist der 23. Dezember 2023 und wenn das nicht stimmt, dann hört ihr eine Wiederholungssendung. Für alle, die uns noch nicht kennen, das sollten langsam ganz wenige sein. Ja, also für alle, die uns noch nicht kennen sollten, erläutere ich das. Hier in der Sendung Kultura zum Quadrat, wie verschiedene Künstler aus dem Raum Rhein-Neckar zu Wort kommen lassen, die über sich, ihre Kunst und ihren Beweggrund, warum sie die Kunst machen, mit mir darüber sprechen werden. Und die Sendung wird jeden 2., 4. und 5. Samstag im Monat neu produziert. Natürlich immer dann um 16 Uhr. Und mein Name ist Michael Szczepaniak, auch als Shampoos bekannt. Roland, heute haben wir was Heftiges vor. Ich freue mich schon wie ein kleines Kind. Für die heutige Sendung habe ich den Kenner der Regionalmusik hier ins Studio eingeladen. Wir werden über den Jahresrückblick, über die Musik aus unserem Raum hier sprechen. Und die Musik auch live anhören oder überhaupt anhören von Live-Konzerten. Derjenige sitzt neben mir und wartet auf seinen Einsatz. Außerdem ganz wichtig und ganz neu. Die Sendung wird mittels Kameras aufgezeichnet und spätestens morgen auf dem YouTube-Kanal Kultura und das zweite Wort Bermudafunk veröffentlicht. Kultura mit C geschrieben, also Kultura und das zweite Wort Bermudafunk. Da findet ihr unseren Kanal und könnt ihr natürlich sich die Videos angucken, die hier im Studio stattfinden. Ihr könnt uns natürlich alles ein Like hinterlassen, abonnieren, was auch immer. Ich freue mich über jede Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten. Wenn ihr selber hier bei mir in der Sendung befragt werden wollt oder Lob oder Kritik loswerden wollt, dann schenkt mir eine E-Mail an kultura@gmx.de, Kultura wieder mit C geschrieben. Ihr könnt uns natürlich hier im Studio anrufen. Ich würde euch das abraten, aber wenn ihr mich nerven wollt, dann macht das ruhig. 0621 für Mannheim und dann 33939801. Hoffentlich hat sich das keiner gemerkt. Ansonsten wiederhole ich es noch einmal. 0621 für Mannheim und dann 33939801.
Zuhörer und Zuhörerinnen. Begrüßen wir hier im Studio von Bermudafunk in der Alt-Efeu-Erwache. Wie was? Wo? Alte Feuerwache, alias Alt-Efeu-Erwache. Den fantastischen Roland Wollweber. Hi Roland, jetzt. Hallo, grüße dich. Schön, dass es noch geklappt hat am Jahresende, ne? Ja, immer wieder bist du gerne gesehene Gast, vor allem, weil du so eloquent bist, weil du alles kennst, was hier in Musik stattfindet, hier in Mannheim und Umgebung. Jetzt hast du vorbereitet eine Playlist auf deinen Kanal. Der Kanal heißt E-Konzept Everyday. Und das ist eine Playlist genau speziell für unsere Radiosendung, der Rückblick. Und da gucken wir uns mal, was haben wir hier verpasst oder was haben wir alles genossen können hier in Mannheim und Also Umgebung. Es war ein sehr gutes Jahr, auch ein Jahr, was von Januar bis Dezember mit Konzerten mal wieder stattgefunden hat nach der Corona-Zeit. Deswegen waren auch sehr viele Bands und es waren vor allem auch sehr viele neue Bands, von denen wir versuchen heute möglichst viele auch zu spielen oder vorzustellen. Das freut mich besonders, dass also die Szene wieder sozusagen erwacht ist nach dem Dornröschenschlaf in der Corona-Zeit. Aha. Und es ist wirklich komplett alles dabei von, Alternative Rock, Grunge, eigentlich als komplettes Spektrum ist eigentlich wieder am Start und das freut mich besonders. Wir haben ja schon einen kleinen Einblick beim Brücken-Award gehabt, letzte Sendung, und diesmal haben wir so, was ich so an Highlights dieses Jahr an Bands gefunden oder auch neu aufgetaucht habe, jetzt mal zusammengestellt. Jetzt speziell gehen wir nacheinander die paar Bands, die du vorbereitet hast. Was ist die erste? Genau, also die Band ist ganz neu. Die Bandname ist Die Firma Dankt, wie Aha. Die Firma Dankt. Ich glaube, es gab mit der Band in der Besetzung nur dieses einzige Konzert im November beim Band-Support-Abschlusskonzert hier im Forum in Mannheim. Bisher, ich habe danach noch ein Konzert in der Stadt gesehen und sie haben nochmal in Heidelberg im Dezember gespielt. Ein Geheimtipp für nächstes Jahr für mich ist so ein bisschen genremäßig so wie die Fantastischen Vier. So Rap, Hip-Hop in die Richtung. Aha. Klasse mit Saxophon und allen Pipapo, ihr werdet es gleich hören. Und die kommen eigentlich vom Poetry Slam, hat er mir gesagt, der Sänger. Das heißt, die haben immer diese Poetry Slam, diese Contests gemacht. Ich glaube, wir hören mal rein. Hey!
ist jetzt langsam die Musik im Hintergrund, weil wir müssen ein bisschen Gas geben. Die nächste Band, die du dann vorbereitet hast, erzähl mal was darüber. Genau, also die Arschgeigen, ich habe sie auch erst im Dezember kennengelernt, alles auf dem letzten Drücker in diesem Jahr. Klassische Punkrock-Band. Und es war auch, glaube ich, einer der ersten Auftritte. Du hattest mit denen auch schon mal irgendwie Kontakt wegen einem Auftritt oder mal gesprochen, glaube ich. Also Arschgeigen, meine Erfahrung, ganz smarte Jungs, ganz liebe Jungs. Wir haben uns getroffen im Proberaum in Fruchtbach und waren auf Straße. Die suchten Sänger und Gitarristen noch dazu. Und ich habe mich da bereit erklärt. Allerdings haben die erzählt, wir wollen auf keinen Fall auf eine Bühne. Wir wollen hier im Proberaum unsere Musik machen. Und für mich war das dann nicht mehr attraktiv, weil ich wollte eine Band, mit der ich auf eine Bühne gehe. Und deswegen habe ich gesagt, nee, also wenn ihr nicht auf die Bühne wollt, dann mache ich nicht mit euch. Und was passiert? Ja, später sind sie auf der Bühne, Alter. Ich glaube, die haben vielleicht auch das Jahr noch gebraucht, weil das war jetzt ein Contest, den gab es auch das erste Mal in Mannheim, regionaler Band-Contest, und das war in Neckarau. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da ging nur von Burger King in dem Keller unten. Nein, kenn ich nicht. Rocktheater heißt das Ganze. Okay. Und die haben das erste Mal so einen lokalen Bandwettbewerb mit Bands hier von Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg aus der Region gemacht. Und ich glaube, die haben auch darauf gewartet, dass ich da komme, die entdeckt. Ne? Weil haben sie dir eine Abfuhr gegeben. Ich, mal gucken, nächstes Jahr. Ne? Ich habe eine Abfuhr gegeben, weil sie nicht auf der Bühne wollten. Und dann spielen sie aber auf der Bühne. Und also richtig gut. Also ihr müsst das mal gucken. Ich habe das auch aufgenommen. Bei mir auf dem Kanal gibt es mehr zu gucken. Wir spielen jetzt nur mal Kaviar und Dosenbier, haben wir ausgesucht. Das genau. Ist unser Lieblingsessen. Dosenbier. Ja. Egal ob es dir schmeckt, scheißegal was andere sagen, ich
Waren die Arschgeigen. Geile, geile, geile Punk. Also wirklich, hat mir gut gefallen. Ich hoffe, dass die nächstes Jahr mehr Konzerte machen, nachdem es dieses Jahr, ich glaube, das einzigste war. Ne? Ja, gut. Also wird kommen. Ja. Gut, gucken wir mal weiter. Jetzt kommt mal ein bisschen was außerhalb unserer Region. Aus Mainz, da war ich dieses Jahr auch relativ oft unterwegs, dank Deutschland-Ticket. Ist man in einer Stunde auch dort und kann man ein bisschen über Tellerrand gucken. Mhm. Ja, da habe ich also wirklich so eine klassische neue Bluesband entdeckt, The Rhino, wie sie sich selber aussprechen. Und das könnte nächstes Jahr auch ein großer Knaller werden. Da ist auch schon, 8. Januar geht es da schon wieder in Mainz mit dem nächsten Konzert weiter. Und ich habe auch noch eine Einladung im März sogar, wo sie mit einer anderen Band spielen. Und ich hoffe, dass es auch irgendwie mal nach Mannheim schaffen. Mal gucken, ob wir da mal ein Konzert machen können. Also ist so ein bisschen der klassische Bluesrock, ist ja also wirklich ein Klassiker, ein Dreier, ein flotter Dreier immer, sag ich. Ne? Ich spiele schon mal an. Ja, mach mal. Falls du was noch zu sagen hast, sprich. Thank you.
Was ist noch zu dieser Band zu sagen? Ja, also die Band ist eigentlich erst dieses Jahr, also nächstes Jahr richtig am Durchstarten. Die sind jetzt dabei, Studium abzuschließen und wollen dann natürlich auch mal aus der Region Mainz, Wiesbaden, Frankfurt mal raus und dann auch überregional gerne spielen. Und ich denke mal auch Albumproduktion und so weiter, das wird jetzt alles im nächsten Jahr dann kommen. Also ich denke mal, da wird ab nächstes Jahr mehr zu hören geben. Es sind auch nicht so viele eigene Stücke cool. Da. Das war jetzt auch noch ein unveröffentlichtes, wo noch nicht aufgenommen worden ist. Also mir werden also du fährst demnächst mal zu denen auf Konzert? Ich werde auf jeden Fall erstmal nochmal nach Mainz fahren und dann mal gucken, wenn die eine Tour planen, vielleicht dann, dass die mal über Mannheim geht. Ne? Die Leute, die mitfahren wollen, vor sich, kann sein, dass die Bahn gestreikt wird. Ja, 8. Okay. Januar ist der erste Termin schon. Gut, jetzt noch eine Kleinigkeit. Du bist der Betreiber von diesem YouTube-Kanal A Concert Everyday. Das heißt, wenn irgendwo Konzert stattfindet, du bist mittendrin, du bist mit deiner Handykamera und du nimmst es auf. Wie findest du den Sound momentan, was wir jetzt so sagen können, da der Gesang war überall ein bisschen schlecht hörbar? Ja gut, das war jetzt eine hallige Location, das war in einem Keller gewesen in Mainz im Cavo. Da kommt natürlich auf die Location drauf an. Je besser der Sound natürlich vor Ort ist, wir werden es auch beim nächsten gleich hören, das war auf der Buga, eine Messehalle in der U-Halle drin. Mhm. Und da war natürlich auch nur die Halle pur, Dach und Wand, da hörst du natürlich auch, dass es halliger ist. Wenn das natürlich jetzt eine gute Konzertlocation, sagen wir jetzt mal alte Feuerwache Halle 02 ist oder so, dann hörst du natürlich auch, dass der Sound besser wird. Also es ist, die Umgebung macht halt viel aus. Ne? Ja, jetzt, was steht jetzt im Startlöcher? Genau, also ich hatte es gerade eben gesagt, Buga war ja dieses Jahr das Thema. Es gab ja viele Konzerte auf der Buga und anderen gab es aber auch ein Alternative Band Festival, was im September an zwei Wochenenden, 48 Bands sind da aufgetreten in 6 Tagen. Wave Off ist eine Band aus Mannheim, ganz neu. Die haben bisher auch noch kein Konzert gespielt. Das Opening-Konzert, ihr erstes Konzert, war tatsächlich auf der Buga im September, 8. September sehe ich gerade. Danach haben sie nochmal am Alter gespielt und beim Nachtwandel in der Kombüse. Sie haben 3 Auftritte dieses Jahr gehabt. Und wer es gut findet, der kann am 17. Februar nächstes Jahr in Siebener Club kommen. Da spielen sie das nächste Konzert im neuen Jahr, im Siebener Club dann. Also erstmal die Musik, damit die Leute wissen, ob sie überhaupt Bock auf sowas haben. Und dann sagen wir die Daten noch einmal. Genau, also es ist so. Warte, genau. Es ist eigentlich Post-Rock in Indie-Post-Rock, sagen sie auch selber von sich. Und also für mich hat es irgendwie so eine ganz tolle Mischung. Es ist nicht zu Indie, aber eher Rock. Mhm. Also ich würde sagen, hört es euch mal an. Der Single ist, glaube ich, aufgenommen, die ist ja im Studio. Mal gucken. Ich habe dazu kurz angeteasert, um euch zu testen, ne? Ob ihr checkt, dass der falsche Song ist. Habt ihr gecheckt? Test bestanden, richtig nice. Auf jeden Fall ist der Song. Ist der nächste Song Fake Love. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle so zahlreich da seid. Also, es ist mehr, als wir uns jemals hätten träumen können. Also, vielen, vielen, vielen lieben Dank.
Kultur zum Quadrat und mein Gast ist heute Roland Vollweber. Wir machen einen Jahresrückblick über die Bands, die hier so in Mannheim gespielt haben letztes Jahr. Roland hat vorbereitet ganz neun Musikstücke, vielleicht in 9 Monate. Ja, gut. So was aber die Highlights waren. Und da der Roland wirklich der Kenner der Szene ist, der weiß so viel. Wir unterhalten uns zwischen den Liedern hier und dann erfahre ich gerade, dass das Forum hier ausziehen soll aus dem geilen Haus. Auf die Spinelli in die U-Halle, wo die zum Beispiel sowas, ja. Weißt du. Der weiß alles, wo man sich bewerben soll. Aber wenn ihr eine geile Band seid und braucht unbedingt einen Manager, ich würde sagen, zahlt ihm jedes Geld. Er ist es wert. Er weiß, wo man sich bewerben soll. Er weiß wirklich alles. Gut, die nächste Band. Ja, ich habe mal wieder einen Ausflug gemacht und zwar nach Darmstadt im August letztes Jahr, Tag- und Nachtstudios. Das ist auch ein Studio, wo Bands aufgenommen werden, so ähnlich wie Rama Studios. In Mannheim haben wir uns mal darüber unterhalten. Und die machen jedes Jahr ein Sommerfest. Und da habe ich die Band Scheiber kennengelernt, die bei mir auch Zuschauer bei Instagram und YouTube auf meinem Kanal sehen. Und ich dachte, oh, die Band möchte ich gerne mal live sehen. Habe immer nur so einen Schnipsel gesehen. Ich dachte, da fährst du mal nach Darmstadt, guckst dir das an. Und ich fand es wirklich ein Knaller. Die haben auch viel aufgenommen. Festivals in Hessen, alles Mögliche schon gespielt. Waren zweimal in Heidelberg, ich glaube einmal während der Lichtmaler konnte ich nicht hin und dann haben sie nochmal, glaube ich, in der PH irgendwo gespielt. Ich habe es gesehen, war auch zweimal in der Region bei uns und ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder klappt, dass sie wieder zu uns kommen, hier in die Region. Ich würde sagen, das ist der neueste Titel, den die aufgenommen haben. Spiel mal ab. Oh,
Hört sich richtig geil an. Hört sich richtig geil an. Was hast du denn? Beziehungsweise ich habe dich schon gefragt, wie ist das denn, wenn du jetzt zu den ganz vielen Konzerten gehst, musst du dann schon einen Eintritt bezahlen jedes Mal? Du bist auf haufenweise Konzerten unterwegs. Ja, es kommt ein bisschen auf die Konzerte an und auf den Veranstalter. Sag ich mal, wenn ich den Veranstalter kenne, ist natürlich meistens, wenn ich da schon öfters war, problemlos. Wenn es jetzt oft jetzt in Darmstadt oder so oder in Mainz, dann geht es auch öfters mal über die Band, dass ich die Band halt sage, pass mal auf, ich wollte mit euch eh nochmal was machen oder was aufnehmen. Dann sagt dann die Bands, kommt nochmal jemand oder so dazu. Also ihr hört, der Roland geht nicht ins Blaue, der schreibt erstmal die Bands an und die regeln das mit dem Eintritt, das ist klasse. Du bist sowas von organisiert, ich sage es wirklich zu zweiten und dritten und immer wieder mal, du bist der geborene Manager und Leute, nehmt ihn, dass er euch managt und ihr habt wirklich Konzerte jedes Wochenende. Gut, die nächste Band, was ist das? Genau, die nächste Band ist aus Heidelberg, Yara. Ja, also es ist auch eine Band, die eigentlich von der Straßenmusik in Heidelberg, von der alten Brücke aus der Fußgängerzone kommt ursprünglich. Gibt es auch Videos, wo die noch sogar mit dem Klavier in Heidelberg Straßenmusik gemacht haben. Dieses Jahr waren sie auch ein paar Mal auf der alten Brücke. Aber die sind dieses Jahr über den Band-Support, Mannheim, über dieses Förderprogramm halt groß auch in Mannheim mehr oder weniger rausgekommen, haben also auch am Alter gespielt hier, riesen Open Air und im Forum und Jugendhaus Schönau. Also es war, ich glaube, die haben ja gesagt, die haben 34 oder 35 Konzerte in diesem Jahr gespielt. Kannst du das an Wochen ausrechnen? Da ist fast jede Woche mindestens ein Konzert dabei gewesen. Und ich glaube, das könnte auch nächstes Jahr ein Riesending werden. Ich habe mir jetzt als Song ausgesucht von Yara Maria Hagen. Das ist auch erst im Dezember released worden, die letzte Single von ihnen. Also ein ganz neuer Song. Und da könnt ihr euch mal so einen Eindruck machen, wie die Band klingt. Also ich fand es am Alter schon megamäßig. Da haben die 90 Minuten gespielt. Die Band heißt Yara Maria Hagen. Nee, die Band, der Song ist Maria Hagen. Yara ist der Bandname. Yara und Maria Hagen, was ist das damit? Ist der Song. Ist der Aha, Song. Okay, verstehe. Geil! Genau, dann gucken wir mal, ob es nächstes Jahr wieder so viele Konzerte werden und ich hoffe auch wieder in Mannheim dann. Ne? Okay, also lange mit der Yara. Der nächste Song heißt Maria Hagen. Der ist ganz neu, auch auf Spotify draußen.
echt super geil. Super coole Band. Die sind schon bekannt. Die Leute hören, können mitsingen, können nachsingen. Geil, geil. Ja, das sind auch solche Mitsing-Songs. Also wenn du mal guckst, was die sonst noch haben. Ich kann mich noch, wie gesagt, an dieses Alter-Open erinnern. Ich glaube, die haben alles gespielt, was die jemals zu spielen hatten. Das ging über 90 Minuten. Es war schön im Hochsommer. Also es war klasse. Ich freue mich drauf. Ja. Gut, Alter, wissen wir nicht, wie es nächstes Jahr weitergeht. Aber es wird sich schon irgendwo eine Gelegenheit wieder ergeben. Ja, kann sein, dass es ein bisschen lau wird nächstes Jahr. Das ist immer wieder, wenn sowas Großes mal zu Ende ist. Aber wir haben uns mit Freunden verabredet, am Neckar mit Gitarren uns immer wieder zu treffen und immer wieder kleine Konzerte zu machen. Ja, dann machen wir es spontan am Neckar. Ob es an der Schneckennudel ist oder unter der Brücke oder was auch immer. Und ich habe ja gesagt, in Heidelberg, Neckarorte ist ja sowas Ähnliches. Das habe ich dir ja schon empfohlen, genau. Dass man da vielleicht als Ausweichmöglichkeit mal guckt, ob da vielleicht auch ein paar Konzerte mehr gehen. Richtig. Ihr hört natürlich Bermuda-Funk 89,6, 105,4 und die Sendung heißt Kultura zum Quadrat. Mein Gast ist der Roland Wollweber, der Chef von E-Konzert Everyday auf YouTube, wo er ständig Konzerte aufzeichnet und die dann veröffentlicht. Wenn ihr irgendwas verpasst habt, irgendein Konzert, wollt ihr unbedingt sehen, was aus der Band geworden ist oder sowas, dann geht ruhig zu ihm auf YouTube und da schreibt ihr E-Konzert Everyday. Das findet ihr relativ schnell und das ist wirklich was Geiles. Du hast ziemlich viele Abonnenten mittlerweile. Was hast du denn mittlerweile? Oh, es sagt jetzt hier 2160, es können noch ein paar mehr werden. Also wer es noch nicht kennt, nicht abonniert hat, drückt euch nochmal auf den Knopf. Ich mache eigentlich immer viel zu wenig Werbung dafür. Ja, ja. Gut, das haben wir jetzt geschafft. Nächste Band. Ja, genau. Auch ganz neu dieses Jahr. Dewey Pines, Grunge Rock Band. Und erstes Konzert habe ich, ich glaube, es war auch die Premiere auf der Buga, bin mir jetzt nicht ganz sicher, bei diesem Contest, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Ich habe es aber auf der Lichtmeile dann tatsächlich aufgenommen, im Vigo, in diesem ehemaligen Woodstöckel, Musicstöckel, wie auch immer. Die hatten zu meiner Überraschung auch den Raum renoviert. Du siehst da oben noch die Billardlampen an der Decke. Aber ach Gott, das ist bei Woodstöckel. Woodstöckel, das Video, Vigo, was ich da jetzt drin habe. Die hatten aber jetzt auch nochmal im Forum nochmal ein Konzert im Dezember selber organisiert und ich glaube, wenn ich es noch richtig in Erinnerung hatte, am Alter haben sie auch nochmal gespielt gehabt. Also es waren schon einige Konzerte, aber ich freue mich auch nächstes Jahr, da wird es auch mit neuen Songs und mehr Songs weitergehen. Ich denke mal, das ist auch was man nächstes Jahr unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Okay, lass mal los. Feel so overrated time.
Geil, 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 geil. Schöne Konzerte, die du erlebt hast. Das war im Vigo. Vigo ist natürlich die Kneipe. In der Langstraße, genau. Cool. Jetzt, was erwartet uns als nächstes? Genau, als nächstes gibt es ein bisschen was Elektronisches. Bitterblau, die Band, gibt es auch erst seit einem Jahr. Und zwar dieses Band-Support, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, von der Stadt Mannheim, dieses Programm. Die haben sich tatsächlich auf dem Abschlusskonzert oder bei der Jam-Session im Band-Support vor einem Jahr kennengelernt, die Bandkollegen. Haben das seit einem Jahr jetzt gemacht. Die hatten auch ziemlich viele Auftritte und dann am Karlsruher Bahnhof in Heidelberg war, glaube ich, das Release-Konzert sogar. Ich habe es also auch 3-4 Mal gesehen. Hört mal rein, es ist, wie gesagt, ein bisschen elektronischer Richtung, aber auch mal ein cooler Style. Das im Hintergrund. Erzähl mal über den nächsten
Act. Genau, also der nächste Act ist eigentlich so, ja, der professionellste Act des Jahres, der neu angefangen hat. Es sind alles alte Musiker, die schon teilweise an der Musikhochschule studiert haben oder an anderen Unis, also sind alles Profimusiker. Band nennt sich Not My President und das Debüt war zur Sommerbühne in der alten Feuerwache, weil es an dem Tag draußen geregnet hat. Aber auch erst im Herbst war das, ich glaube August oder September. Mir sagt der Name was. Haben wir die nicht schon mal hier gespielt? Beim Brücken Award haben wir die gespielt. Und da warst du, glaube ich, auch auf einem Konzert gewesen. Da haben sie das zweite Mal nämlich nach der Feuerwache gespielt. Ja. Und dann haben wir sie nochmal am Alter gesehen. Mhm. Und ich habe sie nochmal einen klasse Gig, den wir jetzt auch gleich spielen werden, vom Nachtwandel gesehen. Das war vor der Jungbuschhalle in dieser Pavillon, wo das ist. Selber sagen sie zu ihrer Musik Synthesized Alternative Rock. Also hört mal rein, wie es klingt. Super Sound.
Ja, geil, 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 geil. Das Tier am Schlagzeug, den kennt man natürlich. Das ist hier der Johannes. Johannes der, Hamm, genau. Der Jazzer hier. Und der kann auch anders. Der kann auch draufhauen. Ich glaube, der hat da sein Projekt jetzt gefunden, dass er sich endlich mal austoben kann und nicht immer nur Jazz spielt. Aber der Sänger, der hat mir teilweise gefallen. Der hat manchmal in den tiefen Teilen echt schief gesungen, sodass es mir schon wehgetan hat. Also ich kenne eigentlich immer mit Coversongs vor. Davor haben die viel so Delta Rock und so andere Coverprojekte hier in der Region gespielt oder wo er mitgemacht hat. Deswegen war es jetzt für mich auch mal neu zu sehen, dass er ein eigenes Bandprojekt wieder gestartet hat. Ne? Gut, wir haben jetzt fast das Jahrende. Was planst du für 2024? Ja du, da geht's eigentlich schon los. Der Winter Award steht schon bevor, 20. Januar im Forum, das erste große Musikevent. Da sehen wir uns bestimmt auch. Ne? Ah, ganz bestimmt, ganz bestimmt. Das bist du ja da auch. Ne? Wir werden das natürlich hier auch vielleicht sogar besprechen. Was kommt sagst an, du? Vielleicht machen wir im Januar da nochmal was. Ja. Bands stehen noch nicht fest, ein paar sind schon veröffentlicht, müssen wir ein bisschen abwarten, werden, was da alles spielt. Was ich auf jeden Fall eben nach 4 Jahren jetzt mal wieder machen werde, ist dieser Band-Supporter-Contest, der ist ja aus Darmstadt-Weiterstadt für Hessen eigentlich. Mhm. Da gibt es am 17., ich hatte es vorhin erwähnt, 17. Februar auch eine Ausgabe mit 4 Bands im 7er Club in Mannheim, wo ich auf jeden Fall am Start bin. Also ich denke mal, wir haben für die ersten Monate schon ein gutes Programm. Super, also danke, dass du da warst. Jetzt zum Schluss, kannst du auch nochmal Tschüssikowski sagen, den Mannheimer und Heidelberger. Ansonsten verabschieden uns langsam von euch und jetzt noch eine Kleinigkeit in eigene Sache. Es hat sich nämlich noch eine Band gegründet, die heißt Paydet, so wie Take That, nein, zahl es, Paydet. Paydet wie PayPal. Ja, ja. Und das bin ich am Schlagzeug. Wir haben den weltbesten Gitarristen, der Rüdiger, der hat mit Django Reinhardt gespielt und natürlich den weltstabilsten Basser, das ist der Chris, und wir suchen noch einen Sänger. Das heißt, wenn ihr jetzt euch da denkt, ja, wir wollen Progressive Rock machen und wir haben Texte oder wollen uns Texte ausdenken, ob es auf Deutsch, Italienisch, Schwedisch oder Ungarisch ist, ist uns wurscht, ob über Liebe oder Hass, das müsst ihr euch raussuchen. Hauptsache, ihr seid Sänger. Und ihr passt dazu, was für eine Musikrichtung spielt ihr? Progressive Rock. Ich spiele jetzt mal ein Stück von uns und damit verabschiede ich mich und sage euch fröhliche Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Genau, auch von mir, guten Rutsch und frohe Weihnachten. Ich sagte, ihr solltet euch melden, aber ich habe vergessen, euch die Adresse zu sagen. Die E-Mail-Adresse zum Beispiel, wo ihr euch meldet. Falls ihr findet, ihr seid die geborene Sänger für unsere Band oder Sängerin. Die E-Mail-Adresse heißt kultura, mit C geschrieben, kultura@gmx.de. kultura@gmx.de. Und jetzt hört euch noch was weiter zu Ende. Tschüssikowski, frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr.